Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir müssen die zwei Schwestersteine da aktivieren, um zur Gefängnisinsel zu kommen. Die Gefängnisinsel befindet sich dort hinten im Hintergrund. Und diese Schwestersteine hatten wir ja schon einmal besiegt. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Schwestersteine. Jetzt hatten wir oben drauf gekämpft und uns gefragt, was diese komische rot eingeschlossene Apparatur ist. Und wir haben auch mal unsere Truppe angepasst. Wir haben jetzt immer noch Schulk als DD, Charla als Heiler und Melia für Elemente. We win! Let us hurry onwards. Okay, let's get going. Sollte so weit funktionieren. Nur, dass wir Melia erstmal noch ausrüsten müssen. Weil sie hat gerade nur ihren Glasstock und der Rest ist halt, naja. Mehr oder weniger schlecht. So, den Schmuck kann sie schon mal haben. Der Kühlöl, das wäre so ein Bikini-Oberteil quasi. Ja, Unterwäsche als alles andere. Da wäre die Zweibaumweste schon besser. Das wäre besser, da haben wir auch ein Sockel. So, Gewicht plus 3, aber das ist ja egal. Die Gitterleggings gibt sogar Stachelschutz 20%. Und hier noch Gitterstiefel. So, hier könnten wir noch mal Stachelschutz draufpacken oder selber stacheln. Ja. Ah, das kann ich nicht ändern. Hier geht zwar mein Angriff runter, aber ich kann hier... wo ist es? Ja, Ätherkraft erhöhen. Nichts, was sonst noch da helfen würde. Gehen wir immer noch Minimalangriff hoch. Und dann halt noch Stacheln und Stachelschutz nochmal. Hat sie jetzt einen ziemlich fetten Stachelschutz. Sie ist schon schön am Beschwören hier. Ich frag mich, ob es auch was bringt, die einfach nur zu beschwören. Nee. So, dann müssen wir hier lang. Weil ich gerade merke, dass ich einen trockenen Hals kriege, weil ich mal mein Trinken auf. Nehmen wir gleich mal einen Schluck.
Hier haben wir ja diesen komischen Leuchtturm. Bombenspargel. War interessant. Ich könnte zwar wahrscheinlich auch schnell reisen, aber so können wir nebenbei noch kämpfen. Und da hinten sehen wir schon so einen Turm, zu dem wir hin müssen. Ist der jetzt? Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr. Was machst du hier? Erstmal 21.000 drauf. Okay, ich glaube, wenn sie die Dinger beschwört, kriegt das Team Buffs. Also bufft sie einen damit, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Weil da müsste ich mit Schnellkeit ein bisschen mehr auf Verteidigung gehen. Mann, von dem brauchen wir noch welche. Wollte gerade sagen, der hat doch einen Namen. Hat das der Schabekirch ist. Zauberung drauf. Wir versuchen jetzt nicht mit Flächenangriff zu arbeiten. Oh, trotzdem abfahren. So, machen wir mal hier eine Kette. Ich möchte halt was zum Umwerfen. Das ist erstmal den hier. So, und du verpasst den Headshot. You said it, Shulk. Nice. I can never thank you enough. 61.000 Schaden. Du flöten sie. This is the Monado's power. Gibt's noch einen drauf? Hier kann ich schön auf Fläche gehen. Ja, Schala kann grad nicht. Okay. So, ich kann leider mein Ziel nicht auswählen, also ich hab mal ein Element drauf. Ah, schon wieder eine Mission erfüllt. So, jetzt nochmal alle. Kann ich dich zum Schwanken bringen? Nein. So, Schlaf ist bei dem zwar jetzt nicht so. So, noch sehr wenig Schaden gemacht, aber das ist egal. It's over. Okay, let's get going. I see your strength is the genuine article. Hat
Und bei mir jetzt noch anders sind viel. Ein Malezakrumen, welches den ersten Schlag schon so gut wie down ist. Ah, wieder nicht. We make a great team. Let us hurry onwards. Hat sogar den Ruf verändert hier in dem Gebiet. Jetzt müssten wir doch aber mal so langsam. Also dort hinten weiß ich, ist der Torbogen. Da müssen wir dann ganz zum Schluss hin. Aber vorher müssen wir auf anderen Plattformen. Daumen ist zum Beispiel so ein, ich sag mal, Altar. Ja, wir müssen jetzt hier zu dem Bogen erstmal hin. Das Gute ist, wenn wir hier so rumlaufen, kriegen wir halt auch gleichzeitig noch irgendwelche Items, die wir dann benutzen können, um die Sammlung zu vervollständigen. Da kann ich eigentlich auch mal reingucken. Ja, hier haben wir doch schon wieder was. Dimitri-Rüstung. Oh. Hier im Grenzdorf haben wir die Regenbogenkäfer jetzt. Kriegen wir Waffenjuwel. Und weil wir die Region vollständig haben, noch einen Blütenschläger. Blütenschläger. Und mehr haben wir nicht. Nö. Kolonie 9 haben wir sogar mittlerweile vollständig. Netterweise. Ah ja, da hatte ich extra nachgeguckt. Sind wir jetzt da schon? Hm? Nee. Nee, wir haben jetzt noch eine Plattform weiter. Aber diese Lichter sehen auch schon cool aus. So schön einfach die Kämpfe im gemütlichen Modus. Also nicht, dass das Spiel zu schwer ist, aber das Let's Play ist glaube ich ein bisschen blöd, wenn wir hier regelmäßig am Farmen sind und wirklich folgenlang oder ich mich einfach mal für 5 Stunden hinsetzen muss, einfach nur kämpfen. Damit man überhaupt mal vorankommt. Das ist dann auch doof. Auch für euch, weil, naja. Ihr wollt also kämpfen. Let's keep up the pressure. Looks like almost there. Wenn ihr kämpfen wollt, dann seid ihr kämpfen. All right. I'm feeling it. Okay, guys. Next one will hurt even more. Shala. Your skill is captivating. I think we can do it. My rifle's getting hotter. We can definitely do this. It's blowing through me. How good a win. Looks like we don't need my medical skills. Backlash. Erstmal so ein Schmetterschlag drauf. Ah, ja.
Etherkraft hoch im Umfeld, Regeneration im Umfeld, Stärke, Agilität. Gucken wir uns mal Regeneration. Du extra Schaden gegen Fliegeviecher. Den kann ich einsetzen, aber den Effekt nicht kriegen, aber das macht nichts. 21.000 Schaden. Wow. Ja, und alle drei umgeworfen. Na, kann ich nicht laufen. Ja, direkt ich muss jetzt sagen, diese Beschwörfähigkeiten von Melia sind nicht viele. Aber selbst für den gemütlichen Modus hat man hier gut zu knabbern. Normalerweise würde er uns da was platt machen, wenn jetzt nur ein Level unter uns und das mit dem Namen oder auch verziertem Lebenspunkten. It's true. You're really good, Charla. Wow, thanks. I don't know what to say. Aber das ist egal. Wir haben ihn besiegt bekommen, das kleine Vieh ist uns halt egal. Das nehmen wir nochmal mit zum Leveln. Stiefel werden sogar besser mit Stachelschutz. Sehr gut. Was ich nun nicht weiß oder mal rausfinden müsste, wenn Melia Wasser beschwört, bekomme ich eine Regeneration. Zählt das als Heilung, die auf mich angewendet wird? Und wenn ja, zählt das für alle als Heilung, die auf sie auch angewendet wird? Weil dann könnte ich einfach jedem so einen Heilstein mit reingeben und dann würden wir auch mehr bekommen. Und Ende. So, hier kommt jetzt eine ziemliche... Ja, komm. So, an denen werden wir nicht so einfach vorbeikommen wahrscheinlich. Ah, doch. Jetzt sind wir mal so platt. Welchen Angriff, uns allen hier Schaden zuzufügen? Zeigt Fesse für Feinde in Reichweite. Schala tut jetzt dem Mann doch noch das hier als Fähigkeiten. 143.000 Kettenschaden. Ja, wenn ich 5 Gegner von mir habe und hier mit 1000 Schaden mache, dann nehme ich ja schon allein 5000 Schaden mit dem Angriff. Okay, just one more left. Ja, das hat gerade 15.000 Schaden gemacht.
Genau so viel wie mein Schmetterangriff, wenn er kritisch trifft. Also die Fähigkeit muss ich echt verbessern. Die Headshot-Fähigkeit. Da. Kann ich sogar nochmal verbessern. Ich kann jetzt bis zu 2800 Schaden machen. Und zwar 100 Sekunden zum Aufladen. Aber 100% kritische Trefferchance. Und bei ohnmächtigen Gegnern kann er sofort tot einsetzen. Nein, das ist. Ich will wenigstens den Turm hier befreien. Ich will mich auch immer umgucken, ob man irgendwo was Besonderes findet, aber hier sind es nur Items, die rumliegen. Das finde ich in Xenoblade 2 besser, da hat man nur Schatzkisten und anderes. Ich kann nicht genau, was das zu tun ist, aber das ist wahrscheinlich die Katze, die das Spiel. Okay, man fällt auf die Kettenangriff-Anzeige sehr, sehr schnell. Was macht der? Moral ist damit auch gerade relativ niedrig. Das Vieh kriegt jetzt einen Hitler rein. Das Ding drauf. 51.000. Wunderbar. Da vorne können wir jetzt das Ding aktivieren. Oh ja. Sicher, für beide. Und Schala hat nichts für ihre Gegner, also. Ui. Das hat gut Schaden gemacht. Wir brauchen einen Standardangriff. Das bin ich schon. It's over. Let's stay alert. Let us remain vigilant. So, jetzt kann ich das Ding aktivieren. Ah, die Dinger fahren sich doch hoch. Und damit bestimmt noch irgendwas aktivieren. Gehen wir mal zurück. Runterspringen wäre eventuell dämlich, aber ich mach's trotzdem. Mit Zwischenetage.
Und dann laufen wir einmal zurück und schauen uns an, was wir da auf der Treppe machen können. Wir nehmen das Item hier noch mit. So, hier ist noch nicht die Plattform, dann müssen wir noch ins Weiter. Und da hinten ist der zweite Turm. Also ja, den man aktivieren muss. Das ist der Leuchtturm, da ist der Turm. Du willst das. Bisschen schade ist es noch, dass man nicht sagen kann, hier versucht immer die Fähigkeit so schnell wie möglich zu benutzen oder sowas. Dass man Charla sagen kann, ey, hier benutzt den Headshot so oft du kannst. Kristalle könnten wir auch mal schmieden. Oh, hier gibt es mal dann einfach mal zwischen den Folgen. Könnten wir auch einige von verkaufen wahrscheinlich. Die Plattform hat sich hochgeschoben und hier ist eine Treppe entstanden. Schauen wir doch mal, was dieser. Eine Rampe ist entstanden. Schauen wir doch mal, was die Rampe zu bieten hat. Nicht wirklich viel, so wie es aussieht. Ach, das ist einfach nur der Bogen, wo dann das Tor drinnen steht. Würde ich jetzt mal schätzen. Na gut. Dann kann ich mal noch gucken, ob ich noch andere Ausrüstung habe. Ja, Schlangenschmuck mit Wassermantel. Oh. Eigentlich gar nicht übel. Achso, den hat Brian schon angelegt. Und das Ding ist halt schwächer. Könnte ich sogar noch gucken, was ich ihr anlegen will. Du könntest mal eine neue Hose gebrauchen. Alle irgendwo Negativwerte. Das ist ja eh nicht angegriffen werden. Fesselresistenz ist bei ihr wahrscheinlich ganz gut, weil Fessel. Oder? War Fessel das, wo sie keine Fähigkeiten mehr einsetzen können? Irgendwas gab's da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist schon ganz gut, wenn sie. Nicht unbedingt betäubt wird oder gefesselt, wie auch immer, weil wenn der Heiler betäubt ist, wird es kritisch. Und das wollen wir nicht. Sind wir, wo ist ich in diesem? Ah ne, hier sind wir schon richtig. Aber bevor wir hier den Turm erklimmen, erstmal haben wir hier einen starken Gegner, was nicht schlimm ist.
dann bedanke ich mich an der Stelle erst einmal fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.